So, meine Lieben, also ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Ich habe vor einigen Tagen den Presseausweis beantragt. Ich bin ja jetzt in Overloon als Journalist gewesen und habe jetzt den Presseausweis beauftragt. Und tatsächlich habe ich den heute das erste Mal ausprobiert. Und Mackie, wir stehen tatsächlich jetzt Sind hier. eingefahren. Ich habe dem gesagt, International Press. Ah, ja. Woher? Ja, Alemannia. Nein. Sind wir jetzt einfach auf dem VIP-Parkplatz drauf gekommen? Alle anderen mussten irgendwie 1 Kilometer laufen. Und wir sind jetzt tatsächlich, und ich habe leichte Röte in meinem Gesicht, sind jetzt direkt an dem Museum angekommen. Und tatsächlich, glaubt mir Leute, das ist heute für mich einer der größten Tage in meinem Leben. Und er sagt so: Genieß es, es wird ja auch irgendwann normal werden, ne? Das wird Alltag, Routine. Du kannst es gar nicht mehr so genießen. Das ist einfach so. Das ist dann Arbeit. Ihr müsst filmen, ihr müsst Beziehungen, ihr müsst reden, ihr müsst auf Englisch sprechen. Ja, das schlaucht auch alles und ihr könnt das gar nicht mehr genießen. Also ich genieße das natürlich auch. Ich habe nicht so viel mit amerikanischen Militärfahrzeugen zu tun. Das ist schon geil, aber es ist auch ein Stück weit Alltag. Also wenn man mir im Kettenfahrzeug vorbeigeht, ich kenne das seit über 20 Jahren. Ja. Da flechte ich das halt nicht mehr so, ne? Und ich weiß nicht, ob man es im Video gesehen hat, aber ich hatte heute Spaß. Man hat es kaum gemerkt. Also wir gehen jetzt in das Museum rein und damit ist das Abschluss von diesem heutigen Tag. Aber das wird nochmal richtig spannend. Ich war schon Das mal ist hier. richtig geil. Das wird richtig Ich geil. kenne es noch nicht. Ja, das ist schon mal ziemlich cool. Dann seht ihr heute was, was ich schon kenne, er aber noch nicht. Und dann werdet ihr höchstwahrscheinlich auch was sehen, weil das war im deutschen YouTube-Kanal noch nie. Also von daher. Das ist einzigartig. Das gibt es so nicht. Also wer es findet, ja, viel Spaß dabei. Kommentar an uns. Genau, einmal in die Kommentare schreiben. Bitte, das werdet ihr nirgendwo anders finden. Aber wir gehen jetzt mal dahin, weil wir wollen natürlich gute Plätze haben. Wir müssen das Ticket noch Natürlich. kaufen. Also bis gleich. So, meine Freunde, es ist arschkalt geworden. Es ist Richtig, richtig ja. kalt geworden. Und ihr kennt es vielleicht, nein, ihr könnt es noch nicht kennen, weil dieses Video werde ich vorher rausbringen, bevor ich quasi mein Urlaubsvideo rausbringe zu diesem Museum. Und schaut mal, wie viele Leute hier sind. Also Tag 2, wir haben heute ein bisschen länger geschlafen und tatsächlich habe ich auch einen leichten Sonnenbrand bekommen. Ich dachte eigentlich, ich bin ein bisschen vorgebräunt. Als ich mit Ferenc hier war, hatten wir ja auch tolles Wetter, aber der Sommer ist ja ein bisschen vorangerückt. In Deutschland ist gerade nicht so schön, aber hier in der Normandie ist bestes Wetter, solange die Sonne da ist. Ansonsten ist es schon tatsächlich kalt, jetzt ist es auch ein bisschen kalt, aber wir sind jetzt in Corentin angekommen. Sind in einem Museum und heute wird was ganz Besonderes passieren, denn der Königstiger oder Tiger 2 ist hier einer der letzten fahrenden Tiger 2 oder der letzte sogar, ich weiß es gar nicht.
auf jeden Fall. Das kann ich auch jetzt gar nicht. Einer nee, es gibt noch weitere. Gibt noch weitere. Also aber einer der letzten. Genau. Und Panzer 4, der auch bei den Militracks war. Und Panzer 2 müsste auch da sein. Und ganz, ganz viele amerikanische Fahrzeuge. Aber die, Mackie. Da haben wir heute, also die haben wir gestern komplett gehabt. Wir wollen heute wieder die deutschen Fahrzeuge machen. Und weil heute sind die seltensten Fahrzeuge der deutschen Streitkräfte des Zweiten Weltkrieges hier. Ganz genau. Und wir sind auch dabei. Natürlich sind wir dabei. Und wir gehen jetzt mal direkt los, würde ich sagen. Ja, ne? Bevor, bevor der uns ohne uns losfährt. Ja, richtig. Das wäre ja tragisch. So, meine Freunde. Also hier stehen Unmengen an Willys Jeep. Verschiedene Ausführungen. Und auch andere Truppentransporter hier zum Beispiel. Und diese riesige Funkantenne. Und eine Fury links. Ja, geil. Und was haben wir hier wohl? Eine Kanone. Irgendeine Kanone, ne? Links ist Fury. Oh ja, oh ja. Leute, ihr kennt den Film Inglourious Basterds? Nein. Ich weiß. Fury. Jetzt geht das schon wieder los. Genau, das ist der Fury-Panzer. Aus dem Film. Und ihr werdet es nicht glauben, die Besatzung, die den hier fährt, sehen 1:1 aus wie die Menschen aus dem Film. Und selbst die Ausstattung bzw. die Kanonen oder das Holz, alles aus dem Film nachempfunden, original. So, und wir gucken uns den mal von nahen an. Da, schaut mal. 1:1 nachempfunden. Vielleicht ist das sogar. Versuchen wir gleich mal rauszufinden und schaut mal. Der Auflauf von Leuten. Die Leute sind auf jeden Fall alle sehr interessiert. Und wenn die junge Dame das Foto gemacht hat, werden wir mal ein bisschen näher rangehen. Jörg vom Kanal. Hallo. Der ist gerade ein bisschen abgelenkt. Ein wenig. Schaut euch das an. Also, klasse. Auch hier alles original nachempfunden. Man brauchte natürlich viel Treibstoff, um das Rohr zu reinigen hier. Aber wir wollen uns heute tatsächlich die deutschen Fahrzeuge anschauen. Und das können wir uns gleich alles noch anschauen. Und wenn ihr euch fragt, wo wir gerade sind, wir sind am Normandie Victory Museum. Und Schwimmbad steht da vorne. Man kann sich hier über die aktuellen Special Force anhalten. Der Widerstand ist da. Die Propaganda ist da. Und wir sind auch da. Und wir gehen da jetzt hin. Ja, ich glaube, ich höre ihn schon. Alles. Also so ein Schwimmbad gibt es ja nicht so häufig, oder einen Kübelwagen, aber von dem Willys Jeep, da gibt es genug von. So, wir riskieren hier gerade unser Leben am Straßenrand. Nur, der bleibt hier, oder? Ich würde noch ein bisschen vorgehen. Ich will sehen, ja, wie er anspringt, oder? Der fährt ja hier. Weil da bist du auch wieder an der äußersten Ecke und hier hast du gar nichts vor dir. Mir ist das ja egal. Okay, dann wir können ja auch uns verschieben. Ja. So, da vorne steht er schon. Einer der wenigen Königstiger oder Tiger 2. Weißt du zufällig die SD-Kfz-Nummer? Boah, nee. Nee, ne? So, einer davon steht. Form Nummer 300, kann ich dir sagen. Also, einer steht auf jeden Fall in La Glaise. Ist allerdings nicht mehr fahrbereit. Und der wurde für ein Apfel und ein Ei damals an. Ich glaube, an den Bürgermeister verkauft oder an die Stadt und ist heute ein Wahrzeichen von dem Museum. Und hier sehen wir auch die Zimmeritbeschichtung, die ist gegen Haftminen, magnetischen Haftminen und echt imposant, wie er da steht. Also ist extrem selten, insbesondere weil er halt noch fährt. Und schaut mal, wie viele Menschen hier gerade gekommen sind. Da vorne ist ja alles voller Ami-Fahrzeuge. Insbesondere auch dem Fury, aber die sind gerade hier. Das ist die Attraktion, immer. Ja. Egal wo ihr hinkommt, da können noch so viele ausländische Fahrzeuge sein.
und Soldaten, also bald Deutsche da sind, also das Deutsche wird schon sehr, sehr gut angenommen. Es liegt nicht an der Ideologie, das muss man sagen, sondern weil die deutsche Technologie sehr gut war, ihrer Zeit voraus und dabei sehr, sehr gut aussah. Also es hat Charakter, so nehmen die Leute das auch wahr. Das hat weniger mit der Ideologie zu tun, die dahinter steht, sondern tatsächlich alleine die Technik. Das wird heutzutage, das geht immer leider ein bisschen unter, aber es ist tatsächlich so. Wenn man sich mit den Leuten unterhält, warum Deutsch, werden sie genau das antworten. Und bei den Deutschen war es doch weniger die Masse, sondern eher die Qualität und die Technik, ja, ne? Ganz genau, ja. Ja, exakt. Ja, ich glaube, Shermans, so 83.000 wurden gebaut. Und die fallen vom Band wie Erdnüsse. Ja. Also gestern haben wir gelernt, das Liberty-Schiff, ne, also die Schiffe der Alliierten, die kürzeste Bauzeit, jetzt haltet euch fest, die kürzeste Bauzeit. Planungszeit. Bauzeit. Vom Stapel waren 4 Monate. Bei dem Liberty-Schiff. Die Entwicklungszeit war 3 Monate, hat er gesagt. Ja? Die Entwicklungszeit war 3 Monate. Die Entwicklungszeit. Das ist so wie der Panther. Der Panther wurde in 6 Monaten geplant und zur Serienreife getrieben. In 6 Monaten. Ja, dann und er wurde der beste Panzer des Zweiten Weltkrieges. Ja, tatsächlich. Weil er war schnell, hatte eine extreme Feuerkraft. Und hier hat man ja heute... Motorisierung hatte ja, gepasst, das Schachtellaufwerk wurde ja nochmal verbessert. Mhm. Die Technik da drin selber, er konnte mit dem Nachtsichtgerät ausgerüstet werden, also der hatte eigentlich... Und beim Königstiger, sprich Tiger 2, hat man häufig gesagt, der Motor war untermotorisiert. Die waren alle ein bisschen untermotorisiert, ja, ne? Das ist tatsächlich so. Ja, Riesensprintfresser, ne? Aber ein bisschen untermotorisiert. Aber halt die Feuerkraft und hier waren ja schon die Munition im Turm gelagert, also nicht mehr unten in der Wanne. Also er hatte viele, viele innovative Technik schon drin, die maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die modernen Panzer so aufgebaut sind. Okay. Ja, also er hat das Magazin ja hinten im Turm. Ja. Und das war der Leopardpanzer heute. Deswegen ist der Turm nach hinten so lang. Ah, okay. Der Turm hört im Prinzip hinter der Luke auf. Ja. Und das ist nur für die Munition der Stauraum. Verstehe. Und bei den Amis, wir waren ja drin, ist die Munition ja unten gelagert. Das bedeutet, man muss sie hochheben mit Kraftaufwand. Hat er auch. Also er hat auch links wie rechts diese Racks in der Wanne, wo die Granaten gelagert sind. Mhm. Ne? Aber erst wird die von oben genommen. Das heißt, das Nachladen geht relativ schnell. Verstehe. Und wird von unten nach oben aufgefüllt, wenn Zeit ist. Alles klar. Dankeschön. Meine Freunde, also wir sind jetzt zurück und wir haben die Möglichkeit, tatsächlich hier hinter der Absperrung einmal, Becky kommt gleich auch, der unterhält sich noch, die Panzer direkt zu sehen. Und wir haben sogar jemanden kennengelernt, der uns jetzt einmal die Panzer vorstellt und einige Background-Informationen gibt. Und das ist Adrien from the Tank Museum of Saumur. Saumur, ganz genau. Musée des Blondes. Yes, right. Musée des Blondes. And you have some information for us. Okay, what kind of Panzer is this? This is a Panzer II Lux. This vehicle is the only one in the world still in working condition. Only 100 were built, and there is only 2 in the world still existing today. And this one is the only one still in working order. To make a little word on what we are doing in Saumur. We are the Tank Museum in France, and our idea is to maintain this vehicle still in running condition with mechanical parts from 80 years ago on this peculiar subject. This vehicle is still running with its own engine from 80 years ago. And this is the same thing for all the vehicles we have here. We make it just for the commemorations, for the D-Day, 80 years ago, and with our 4 vehicles, we have a piece of history. We do want to make them running with their own mechanical parts, because this is this way they can make a testimony of what happens 80 years ago. So, meine Freunde, also wir haben ja gerade wieder unsere Kontakte wieder getroffen und wir haben jetzt die Möglichkeit, als einziges Team hier vor Ort auf den Tiger 2 zu gehen. Und der wird gerade vorgewärmt und Adrien wird uns jetzt gemeinsam hier die Möglichkeit offerieren, diesen Panzer von ganz dahin zu sehen. Und hört euch das an! So, also wir kommen jetzt ein bisschen näher an den Tiger 2 rum. Wir haben auch technische Probleme. Wir arbeiten noch dran. Leute. Aber wir können uns das schon mal angucken. Das ist hoffentlich die nächste oben ist. Aber hier schaut ihr euch das an. In freier Wildbahn. Ich brauche gar nichts sagen. Das ist schon beeindruckend, oder Jörg?
Mega, Jörg ist raus. Häuschen, wir sollen nicht zu nah ran. Ja, okay. We must be careful. Yeah. They are still working on it. Yeah. It's a technical default on the Panzer. This is an old one. Yeah. We must protect the engine. Yeah. So we must work on it. Quite every often. Every time. Yes. 1 hour driving, 10 hours mechanical. There is still work to do. You have to imagine this vehicle is 80 years ago. Yeah. Yes, 80 yes. years. It was. How many tons? 70 tons. And 80 years, so it's yes. There is a lot of strain on the engine, on the final drive, on all the mechanical parts, so we must protect it. Yeah, we must work on it really often, because this one is the last Tiger II still in running condition in the world. It's the last one in the world. Okay, the last one in running condition. Yeah, there is a dozen still existing today, yeah. But this is the only one. This still is in the working only order. One. Yes. Also, ihr habt den einzigen wirklich fahrbereiten Tiger II hier vor euch. Auf der Welt. Auf der Welt. Also nicht in Amerika oder sonst wo, ist der einzige auf der And Welt. He is in Samur. In Samur. Ja. Jose de Blind. De Blond. Yes. De Blond. De Blond. In France. Ja. Absolutely. Great. Und wir sind hier, Leute. Der steht. 4,50 Meter, 5 Meter, ja, von, uns Meter entfernt. Von uns entfernt. Ja. Und wir haben hier die einmalige Möglichkeit, diesen Panzer von ganz nah zu schauen. Unvorstellbar. Unvorstellbar, welche Möglichkeit dieser Kanal, ich, nach noch nicht mal einem Jahr Militärgeschichte, hat. Also ich bin total glücklich, total stolz. Und ich kann euch eins versprechen, es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir werden das ganze Thema ausbauen und es stehen noch ganz viele Kooperationen im Raume. Es wird definitiv weitergehen. This very vehicle was in Normandy, yeah. In 1944. In 1944. Yeah. We do know its history, part of it. Yeah. We do know it was fighting in August 1944. Uh-huh. It was in the Vexin Normand, the last part of Normandy, at the very end of the Battle of Normandy. And it was lost because of mechanical issues. Yes. No fuel or mechanical? Mechanical. Mechanical, okay. Final drive. Yeah. Final drive broke down on the road to the Seine. Yeah. It was after its fighting, it was trying to reach Paris. Ah, really? From there, Germany. Mm-hmm. It was on the road to finish its own war, its own fighting, but it broke down. Okay. And its crew left the vehicle. And sometimes the crew destroy the tank? Yes, sometimes. Yeah, with dynamite or something. Yes, yeah. You add some charges inside, mm-hmm, to make it burst. But in a war, you have what it is written on what it is. And most of the time, you want to protect yourself. Yeah. You want to save your life. Yeah. On the loss was war. 1944, yes, the loss absolutely. Was war. Yes. In 99% of the time, you think about yourself when you are in grave danger. A vehicle like that, yes, it's a really important piece of engineering. It was really forbidden to lost it to the enemy. But when the time comes, yeah, you don't think to the Third Reich, you, yeah, don't think to Hitler himself, you think to yourself. Yes, yes. Obviously, at that time, you are SS and some fighters, mm-hmm, that went absolutely crazy because they were born in the fascism. Yes. But most of the German fighters were like everybody. Yes. They were normal fighting. Guys. Normal, yes, guys. Normal guys. Yeah. They had family. They are a country that they were trying to protect. Yes. And most of them didn't even have a choice. Yes. You must, yep, fight. You don't have a choice. Yes. In a war, you don't have a, absolutely, choice. And most of them... It's your duty. Yes. It's your duty. It's a duty. And most of them were not even fan of Adolf Hitler. Yeah. They had to fight.
Yes. Point. That's it. Hmm? That's it. That's it. This is a sad part of war. Yeah. You do not have a choice. Yes. And it's really important to say that again, because after the war, it was so much fighters from both sides that were shaking hands. Yes. 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 And, even all comrades, even Heinrich Severlo, Widerstandssatz 62, even him goes to the American and shake hands. Yes. My grandfather and grandmother are from Mortain. Mortain was a place where Hitler wanted a counterattack. And my grandfather and my grandmother had never a problem with German people. They saw only lost child, sometimes 16, 17 years old, exhausted by war. Yes. Absolutely lost. And never, never they had a crunch on the people, but on the people which made the war happening. Yes. This is the main problem. And that's Martin, the main problem, yes, exactly. Absolutely. Yeah. And Martin is now close to another city in Germany. My grandfather come there. This is a way to forget war, make it possible to... Yes, so important words from you. Yeah. But we must not forget. Yeah. It's for us, it's funny. And we have a lot of fun. It's amazing to see this tank, machines, but the history background is set. It's set. Very set. Yeah. You go in, you are in the army, you go in and you know, I drive into a battle. Yeah. And in a battle, you have to die. No. That's everything. Yes. That's everything. You're a soldier, you have to die. Absolutely. Finished. This is the main difference. Kill or die. Kill or die. Yeah. Yeah. This is the main difference with us people, civilian peoples, and soldiers. You risk your life. Yeah. Yes. And this is the main difference. We do not have to forget that there is so much people that give their life. That's the point. 80 years ago. That's the point. For really important reasons. We must think about them. The reason why in Saumur we are still working to make those vehicles runners, that's because we have to maintain memory. Okay. We have to make memory still alive today. These vehicles have to tell something about the world 80 years ago, at a time where veterans are disappearing. We still have metal veterans. We must protect them. Yes. Yeah. To show the people what that it is was. Built for the war, for a real war. Yeah. Not not for the military in peaceful times. That is built for a real war. Yes. And when you know this, you see this with different eyes. You say, okay, that is for war, that is for killing. Yeah. And now it's very important to see this still working. Yeah. And you learn no war. One word from me. After 18 years, French and German people, we are friends now. Yes, absolutely. No, yeah, and that's great. Yeah. Thank you. Der hat schon gesagt, die sind ja hier in der Ardennenoffensive im September oder wann das ist. Da sind die auch. Mhm. So, wir wollten gerade einmal runter zu den anderen, weil wir wussten nicht, wie lange es dauern wird, bis er fährt. Jetzt hat er einen halben Meter zurückgesetzt. Die haben nämlich... Nee. Maybach, oder? Maybach. Aber da ist, habe ich eben gehört, ein Panthermotor drin. Ah, okay. Das haben mir die drei Soldaten gesagt, weil der Tigermotor technische Probleme hatte. Mhm. Die haben zwei Motoren, einer vom Panther, einer vom Königstiger selber, der Maybach. Und da ist jetzt aktuell der Panthermotor drin, okay. Wenn ich ihn richtig verstanden habe. Alles klar. Es hat gerade ganz schön
gebremst, ne? Ja, ja, geplatzt. Klar, natürlich. Fehlzündung war das, oder? Ja, ja, der läuft nicht rund, also da, ich weiß nicht, was der im Einzelnen macht, ich bin kein Mechaniker, aber das hört sich nicht rundlaufend an. Ja. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Ja, da sind wir uns einig. Ja. One, ja. Okay, what kind of tank is this? This is a Panzer IV. Actually, it is Model J. The last model actually built by German army, for German army. And this vehicle, as we wish. Yeah. Is a peculiar vehicle because there is not an electric motor for the turret rotation. It was scrapped because it was too many materials. And copper, which was really a big part of electrical motor, were absolutely lacking in 1944 in Germany. So they scrapped, literally, the electrical motor. And you have only cranks to make the turret rotating. How long does it need to 360 degrees from the turret? In low traverse speed, nearly 1 minute. What? But you have two cranks. For two people in the turret, you can cut that in half. Mm. But you make it quick. It's work. Yes, work. It can work, but you have to make this quite possible by so much strength. As you can see, you have little plates there. No, not with a very big thickness. This is Schotzen. Sorry for my bad German accent. Those plates were installed on the vehicles in the middle of the fight, in the middle of the war. The problem was anti-tank rifles from Soviets. Those anti-tank rifles were able to penetrate the side armor of Panzer IV. 25 tons, and you can destroy it with a rifle this big. The problem was Panzer IV at the time was already in the weight limit. Its chassis cannot withstand more armor. So they made doors. Those plates are built to projectile? Yes. Mm-hmm. Break in some parts the bullet. Mm-hmm. You break the bullet, you interfere with its energy, and this bullet. Taumeln? Yes. Yeah. It will go sideways. Uh-huh. Lost energy, lost composure, and when it strike the main armor. Yeah. It's too brittle. Too many pieces. Too many pieces, not so much energy, and just it's stopped. It's not the for main. The rocket launcher, it's for tank yes, guns. It's for anti-tank guns. Okay. It's not a response to bazookas. Yes, sometimes bazooka rockets can just be stopped by this, but when it's malfunctioned, when a rocket is in a perfectly good condition, it can make through this plate and, this, and through yeah. the main armor. Bazookas are not something you can stop with just a plate. Even it's 30, 40 centimeters from the main armor. And you add some skirts in mesh. It was not even for bazookas, it was again for anti-tank rifles. You have the same thing on the turret. Uh-huh. And when the Germans had put those on, Soviets were quite concerned by the problem. They do not let go the anti-tank rifle. To the point when those skirts were on, anti-tank rifles were used to just shoot to openings. You can't protect openings. You must see to the outside. So, anti-tank rifles, even in 1945, were still in use and were still a problem for tank crews. Great. And what is this? This paste? Yeah. This is Cimerit. This is a paste
that was put on the vehicles on the German army in the middle of the war. This paste is worked to make it really rough, to prevent an anti-tank mine to be put on the vehicle. For magnetic tank mines? Magnetic, yes. Magnet can be put on these elements, but the magnet will not be flat on the armor. Mm-hmm. So, with the shaking of the vehicle just running, it will fall off. But this is nothing to do with bazookas. And when the American army starts using bazooka, it will appear there is no such a thing that magnetic mines anymore. So, in 1944, the production of Cimerit was stopped. Celui-ci, no, no? Okay. So, den haben wir gerade uns nur von vorne angeschaut und ganz viele Informationen darüber bekommen. Ein Lux habe ich tatsächlich auch nicht gesehen und ist es der letzte, ne? Hat er gesagt. Nee, Luxe gibt es noch ein paar. Luxe gibt es noch ein paar? Ja. Gibt es auch viele im Privatbesitz. Ah, okay. Und was haben wir hier? Ein Tank Destroyer? M8 oder Hellcat? Ist ja Hellcat, ne? M8. Das ist der, was habe ich gestern gesagt? Wolverine. Wolverine, genau, das ist der Wolverine. Ja. Guck mal, er hat extra eine Ölwanne mit. Ist wahrscheinlich keine Ölwanne, aber. Ist der Auspuff. Ist der Auspuff, okay. Schaut euch das mal an. Also. Ein bisschen Spaß muss ja auch mal sein, Leute. Bei dem ernsten Hintergrund möchte ich euch natürlich auch immer auch ein bisschen unterhalten. Also toll, oder? Wir haben hier wirklich, schaut euch das an, hier gerade wie ausgewählte Partner bzw. Menschen nur die Möglichkeit, hier hinter die Absperrung zu bekommen und haben hier exklusive Interviews erhalten über die Panzerfahrzeuge. Und ja, tatsächlich sind die deutschen Panzer, so wie Mackie auch gerade gesagt hat, die Panzer, wo irgendwie jeder Interesse hat. Ja, der Fury oder hier so ein Wolverine ist auch interessant. Aber schaut euch mal an, wo die Leute stehen. Das ist der Panzer 4. Hier bei dem amerikanischen, auch wenn das ein großer Tankzerstörer ist mit einem 50, Kaliber 50 MG obendrauf. Hier steht keiner, ne? Nee. Der steht auch ganz am Abseits. Der tut mir schon ein bisschen leid. Das ist sehr traurig. Sollen wir mal gucken? Sollen wir den mal gucken? Ja, den gucken wir. So, für die Modellbauer ein paar Details. Ich habe tatsächlich auch einige Zuschriften bekommen, dass sie sich bei mir bedankt haben. Ich bin Modellbauer und ich danke dir, dass du mir solche Details gezeigt hast, damit ich solche Sachen nachbauen kann. Und das mache ich natürlich gerne. Und das Schöne ist ja, dass selbst die Leute, die vielleicht keine Modellbauer sind, sich trotzdem, Entschuldigung, über diese Detailaufnahmen sehr freuen. Und deswegen mache ich das. Nutzen wir einfach die Gelegenheit, die wir hier haben, die Panzer einmal en Detail anzuschauen. Und ja. So, meine Freunde, wir sind jetzt direkt im Museum und schauen uns natürlich hier auch noch die Exponate an, dass ich euch mal einen Überblick geben kann, wie es hier im Museum aussieht. Weil nicht nur die Geschichte muss natürlich auch komplett erzählt werden, sondern wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, die Panzer uns anzuschauen, dann möchte ich euch natürlich auch hier einmal zeigen, was im Museum ausgestellt wird. Und das sind alles Bodenfunde aus der damaligen Zeit. Teilweise Dinge, die man auch noch nie gesehen hat. Helme, Geschirr und auch Munitionskiste. Jeder, der auf Uniform steht, kommt hier auch auf jeden Fall auf seine Kosten. Und eine Schreibmaschine und auch hier verschiedene andere Uniformen. Persönliche Ausrüstungsgegenstände von Damen
Geburten waren natürlich auch extrem wichtig, weil man braucht ja neue Soldaten. Eine Schreibstube, die nachempfunden ist als Diorama. Und wenn jemand lesen möchte, hat er auch die Möglichkeit, hier sich weiterzubilden mit originalen Fotos. Das Thema KZs ist natürlich immer ein Thema im Zweiten Weltkrieg gewesen. Deswegen wird das hier auch nochmal behandelt. Und hier, das sind, ist die Fratze von Adolf Hitler. So sieht ein Kollaborateur aus. Laval, Mussolini, Göring. Man hat hier zeitgenössische Holzschnitzereien genommen, um Leuten zu zeigen, wie der damals aussieht. Und hier schaut mal eine Fahne mit ganz vielen Unterschriften. Denke, das ist, genau, das sind alles alliierte Unterschriften. Sergeant John Wilden. Und die Geschichte wäre auf jeden Fall interessant. Aber die finden wir hier leider nicht. Mühe gemacht, auch das Museum selber schön zu gestalten. Verschiedene Wanderstöcke, also Dinge, die ich sonst noch nie gesehen habe. Verschiedene Keramiken. Das ist hier eine Stube, die nachempfunden wurde, mit persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Und an so Tagen wie heute ist natürlich immer mehr los. Deswegen ist das Filmen nicht ganz einfach. Aber ich versuche, euch maximal einen Einblick zu geben. Kinderspielzeug, zeitgenössisch damals auch Gewehre. Das ist ja heute relativ selten, dass Kinder noch mit Waffen spielen. Ich bin selber noch mit Kriegsspielzeug aufgewachsen. Damals konnte man am Kiosk kleine Soldatenpakete kaufen mit Panzern und kleinen Männchen drin. Das ist heute auch eher, also in Deutschland auf jeden Fall selten geworden. Ein Fahrzeug. Und hier ganz klassisch oder typisch für die Gegend. Wir sind ja in der Nähe von Villa Bocage. Und hier finden wir den M8 Howitzer. Und der hatte eine ganz kurze Stummelkanone für Steilfeuer und konnte dann über die Hecken. Gestern haben wir ja einen gesehen, der hat hier vorne so, ich nenne es einfach mal Schild. Und damit konnte er die Hecken zur Seite befördern, beziehungsweise abschneiden. Ganz viele verschiedene Helme, Seitengewehre, eine große Karte. Blitz vielleicht, Operation Lüttich in Mortain, da haben wir gerade drüber gesprochen. Da müsste ich mich auf jeden Fall auch mal mit beschäftigen. Und hier wunderschöne Dioramen und hier der M8 nochmal in der Volltotalen. Und ich finde es wirklich toll, dass so viele Menschen jeglicher Couleur sich für die Geschichte des Zweiten Weltkrieges interessieren, weil am Ende des Tages muss die Geschichte erzählt werden, weil ansonsten besteht einfach die Möglichkeit, dass sich solche schlimmen Zeiten wiederholen. Und ihr wisst selber, und die meisten, die ich kenne, oder alle, die ich kenne tatsächlich, sind gegen Krieg und gegen eine Ausweitung von Konflikten. Aber es gibt leider auch genug, die sagen, dass man solche Konflikte ausweiten müsste. Und dass das nicht gut ausgeht und ein Krieg immer mit einem Frieden am Ende des Tages endet, das zeigt uns und lehrt uns die Geschichte. Schau mal, ich bin fast hier in einem Dschungel. Ein Foxhole, ein amerikanisches Foxhole wird hier gezeigt. Und hier gibt es auch Licht und
Soundinstallation. Und das, ihr seht selber, das Museum ist riesig. Hier ist sogar ein Flugzeug mit eingebracht. Weiteres Diorama von einer zerstörten, von einem zerstörten Häuserblock. Dort wird gerade ein Soldat entweder rausgetragen oder mit einer Bahre reingebracht, um medizinisch versorgt zu werden. Pferde sind natürlich immer ein Thema gewesen, hatte ich euch ja schon häufiger gesagt. Viele sagen, oh, der Blitzkrieg, der war motorisiert, aber ein Großteil wurde weiterhin über Pferdegespanne transportiert. Und wir können sogar reingucken. Hier hat man einen Monitor bzw. eine Leinwand aufgebaut. So, und an dieser Stelle eine kleine Eigenwerbung. Geht auf jeden Fall mal auf den Kanal von militarymachine.fr. Da ist mein neuer Freund Rom und bringt französischen Content international näher. Auftrag Geschichte. Den Mackie kennen die meisten, da könnt ihr auch mal drauf gehen. Und ich habe auch TikTok und Instagram-Kanäle, da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Da werden die Videos dann nicht so lang, aber mit Sicherheit nicht weniger interessant. So, hier wird wahrscheinlich ein Kino sein, genau. Können wir jetzt nicht lang. Zieloptik. Und schaut mal, wie voll das gerade ist. Verschiedene Konserven. Zeit musste sich natürlich auch vertrieben werden. Das hat man hier mit einem Schach gemacht. Ehrendolche der Luftwaffe. Signalpistole. Und schaut mal, da ist der Eingang. Und wir gucken mal, dass wir jetzt einmal zurückgehen. Schaut mal an, hier ist ein Landungsboot nachempfunden. Ich muss die ganze Zeit auf Toilette. Schaut mal hier. Eine Minute noch. Sometimes it'd be up against it, but we all got loaded. Me and my five men that was in the wire cutting section with me was up front. And then we went across the ocean out of sight. Everybody was quiet. They gave us sacks that morning if we got sick, so we didn't have to stick our heads over the side, you know. But I never got sick. Other than I was chewing gum. I never smoked. And we got our sea rations, why, we always had cigarettes in there, and I'd trade that for the chewing gum. So I chew gum all the time, going across the ocean in that sand. All I could think about was getting across that ocean. I never looked back. 30 seconds. I knew it didn't take very long. Then they let us off in water about waist deep on account of the obstacles they had. They couldn't get any closer. And my five men got off behind me, and we all went across that with that machine gun hitting the ground in front of us. We were all loaded. We had a pack and an M1 rifle. Bangalore torpedoes. And I heard people talking about how scared they was. I didn't get scared. I didn't have time to get scared. It wasn't that I was that brave, but I just didn't have time to get scared.
Well, I just had that feeling that I had to get across that beach. That was what I was trying to do, and that's what I was doing. I just remember all these shells bursting everywhere, and this machine gun shooting right at us. I heard later about all the machine guns they had on the beach that shot 1,000 shells a minute. I told somebody if I knew that, I wouldn't have went. But there wasn't no place to go back. You couldn't go back for the ocean, so there wasn't no place to go but forward. We fought the Germans up on the bank, but we couldn't do nothing about the machine gun that was shooting out of the pillboxes. We shot him in the hole, but it wouldn't do no good. We didn't have anything but hand grenades. We tried to throw them in, and most of them didn't go. But I heard later, then I didn't know, that the Navy man that was over in the battleships, they knocked the pillboxes out, and when they done that, we began going inland. We didn't have any help but the Navy, and I give them credit for saving that beach. Later that morning, I went back to the beach. They had a lot of wounded men. I found one boy that I was really acquainted with, and he had his head all wrapped up. He couldn't talk. I tried talking to him, but he couldn't talk. There's no way explaining what that beach looked like. The 116th Infantry lost a lot of men that morning. I looked into the pillbox that was shooting at us so much. I looked in it the next morning when I came by, and the Germans were all dead in it. The one that had been shooting at us so much, he was just slumped over his machine gun. Anytime you see what we've seen, you know, you wonder how humans could treat other humans like that. So, ihr habt es gesehen, also war auf jeden Fall eine richtig heftige Sache. Und wenn man in der ersten Welle war, dann glaube ich, war das kein Zuckerschlecken, Leute. Dann war das wirklich kein Zuckerschlecken. So, das ist ein sogenannter Foxhole. Oder ein sogenanntes Foxhole. Das war allerdings zum Kämpfen. Häufig hat man die auch gemacht, um einfach nur Schutz vor Granaten und Schuss zu finden. Ja. Also der Tiger, der kann nicht vorwärts fahren. Die kriegen das mit den Ketten nicht hin, die Übertragung. Der fährt jetzt gerade wieder und ballert ein bisschen rum mit seinem Auto. Ja, dann lass schnell. Die sind alle dahinter. Der ist nur ein Stück rückwärts gefahren. Okay. Sehr schön gemacht. Mhm. Toll jetzt. Kettenkratt. Schwimmbaggen. Wie sagt ein Franzose zu diesem Auto? Weiß ich nicht. Schwimmwagen. Schwimmwagen, ja. Die betonen das halt extrem witzig, ne? Wollen wir mal einen Kaffee und eine Cola? Und dann wir können sogar was essen, oder? Ja, und dass wir dann bei so einem Reenactor mitfahren? Ja. Ich glaube, mit dem Tiger, das dauert dann noch. Hallo meine Freunde, also wir haben gerade gegessen und wir haben mal ausgerechnet, wie lange wir jetzt benötigen, um nach Hause zu kommen. Und das sind leider echt ein paar Kilometer, die wir jetzt noch nach Hause fahren müssen. Leider konnten wir den Tiger 2 nicht fahren sehen. Ich glaube, du hast ihn ein paar Meter fahren sehen, oder? Ja, aber nur ein paar Meter. Er ist nur zurück. Er hat Probleme mit den Ketten, mit dem Motor. Die kriegen die Kraft nicht übertragen, sodass er das umschalten kann. Der kann im Prinzip nur rückwärts fahren. Okay. Und ist nicht mehr lenkbar, deswegen kommt er hier nicht raus. Alles klar. Also, leider ist es der einzige Tigerpanzer 2, der in der Welt noch fährt. Und leider hat er heute ein paar technische Probleme. Wir hatten trotzdem die einmalige Möglichkeit, den von nahen anzuschauen. Ich glaube, den Sound haben wir auch drauf, wie er so ein paar Fehlzündungen hatte. Also für uns heißt es jetzt, Adieu zu nehmen. Frankreich ist auf jeden Fall eins meiner Favorite Places auf dieser Welt. Und wir kommen auf jeden Fall wieder. Und wir haben gute Kontakte geknüpft. Wir hatten viele Möglichkeiten, uns hier zu connecten. Das haben wir auch genutzt. Und an dieser Stelle Rom, Nathan, Christian, Andrieu,
vielen Dank für eure Offenheit, für eure Gastfreundlichkeit, dass wir hier so viele Menschen haben kennenlernen dürfen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Und in diesem Sinne, die Reise geht weiter, die Geschichte muss erzählt werden. Wir beiden sind jetzt raus. Und wie gesagt, wenn ihr das mal sehen wollt, wie das fährt und dass wir da auch mitfahren, dann müsst ihr demnächst wieder einschalten. So viel sei verraten. Da hat er recht, ganz genau. Also in diesem Sinne, wir sind raus, euer Random Life und euer Auftrag Geschichte, Mackie. Jawohl, tschüss.